Zum Glück habe ich die. Ja, okay. Habe ich doch gern gemacht. Ich hatte ja gestern zwei davon gehackt, so. Okay, ja. Das Zelt, das er bekommen hat. Okay. Nett. Schön. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer um Mitternacht. Beim letzten Mal haben wir mit, ja, Tarian und da vor, beziehungsweise Jamon, der heißt ja jetzt Jamon, haben wir vorgesprochen und, ja, er wurde nun begnadigt und, ja, ne? Die Leute werden es aber wohl nicht einfach so vergessen, ne? Die wohl hier schon stehen und tratschen. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, was wir machen sollen. Wir schauen uns einfach mal um danach. Haben wir uns noch nicht so umgeschaut? Okay. Aber das sind wahrscheinlich alles nur Händler. Ja, okay. Dann let's go. Ich glaube, hier drin gibt's nicht mehr allzu viel zu erledigen. Nicht zu dem Zeitpunkt. Lass mal weggehen. Ich weiß zwar noch nicht, wohin. Okay. Einfach mal rumgerudert. Die haben das Ruder rumgerissen, kann man schon so sagen, ja. Und jetzt sind die hier in den Häusern. Hier haben wir noch nicht geguckt. Dieser Notstand hier hat nicht nur seine schlechten Zeiten. Jetzt wollen viel mehr Leute über den See gebracht werden. Davor diene ich natürlich gut. Hier verbargen sich 195 Geldscheine. Ach, war da doch schon drin, okay. Okay. Er hat nicht vor, Leute zu belästigen. Das ist ja schön. Es interessiert dich vielleicht nicht, aber ich habe heute Nacht sonderbare Geräusche gehört. Okay. Ah, die beiden wieder. Oh. Die mögen sich. Okay, ein Inn. Da gehen wir mal rein. Ins Inn. Achso, da waren wir schon drin. Im Inn. Ja. Wo sollen wir hingehen? Es war jetzt schon für mich auch wieder ein Märchen her, ehrlich gesagt. Okay, wir können. Toll, nicht einmal mehr raus darf man. Zum Glück habe ich dieses Zelt von einem netten Jungen geschenkt bekommen. Okay. Oh. Ah. Da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. Beziehungsweise den Shop überall gesucht. Wozu? Du kommst ja auch nicht, auch allein zurecht. Na toll. Zuerst lässt du mich ganz alleine mit diesem komischen Typ, der sich König nennt, und dann freust du dich nicht mal, mich zu sehen. Beinahe hätten sie mich für einen deiner Untergebenen gehalten. Das hätte ins Auge gehen können. Ist das dieser Typ, von dem du sprachst? Hm, leider. Freut mich, dich kennenzulernen. Alan, nicht wahr? Wenigstens einer, der sich freut. Du musst wohl sein Bruder sein. Du bist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Wir unterscheiden uns eigentlich in allen Bereichen. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wir sind gerade dabei, die Stadt zu inspektieren. Hast du hier etwas Ungewöhnliches bemerkt? Dann ist es also wahr. Diese Stadt wird bald angegriffen. Da habe ich mir ja einen schönen Zeitpunkt rausgesucht, diesen Ort zu besuchen. Du sagst es. Aber andererseits scheinst du jemand zu sein, der sich ganz gut selbst zur Wehr setzen kann. Kommt drauf an, wie stark dieser Sordak ist. Diese Leute hier scheinen ihn noch mehr zu fürchten als diesen Hexer da. Bah, bin stärker als der. Ach so, du bist das. Deshalb nannte dich der eine Kerl gestern so. Wieso hast du mir das verschwiegen? Ah, du hast mir auch nicht unbedingt alles erzählt. Kann sein, aber ich habe schon meine Gründe. Also dann gehen wir. Wohin denn? Na, diesen Sordak umhauen. Sollte doch zu dritt nicht so schwer sein. Ja, na meinetwegen. Dann komm eben mit. Am besten wir machen noch einen Rundgang, bevor es dunkel wird. Okay, machen wir. Let's go. Oh, was sehe ich da? Lauter gut aussehende Männer. Heute muss unser Glückstag sein. Hallo, mein Süßer. Willst du uns nicht doch die Nacht bei uns so hübschen verbringen? Nein, lieber nicht. Okay, ja. Geschwister zu haben ist lästig. Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Du Idiot. Mir macht deine Gesellschaft auch nicht gerade Freude. Okay. Wir sollen noch einen Rundgang machen. Der Rundgang führt mich. Hallo, Tarian. Drink? Nein, danke. Bin im Dienst.
Okay. So. Wie die Zeit doch vergehen kann. Ja, das stimmt. Hey, Angler. Komm, sei brav und beiß endlich an. Was ist nur heute mit den Fischen los? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht helfen. Ich sollte meinen Sohn hier nicht mehr frei herumlaufen lassen. Wer weiß, was alles passieren kann. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Kann ich auch in die... Ja, das, da waren wir schon drin. Kann ich eigentlich... Warte mal, Ellen? Filzhut. Ja, den kann er kriegen. Huch. Oh, ne. Eher nicht so. Nee, das passt schon so. Mein Kollege ist seit gestern vermisst worden. Die meisten machen sich Sorgen, aber ich denke, er wird nur irgendwas sein, wo sein raus ausschlafen. Das kennt man schon von dem Weste. Okay, er will keine Leute belästigen. Und hier war die Backstelle, alles klar. Das ist eine Gedenktafel an all jene, die beim Erbauen dieser Stadt ihr Leben gaben. Das ist aber nett, das macht die aber auch nicht wieder lebendig, ne? Nachts war es heute wieder recht kühl. Ich kann mich an dieses Wetter einfach nicht gewöhnen. Ja, gut, okay. Die Tür ist abgeschlossen, oh Mann, oder? Habe ich doch gestern gemacht. Ich hatte ja zwei davon gestohlen. Was? Zum Glück habe ich die. Ja, okay. Habe ich doch gern gemacht. Ich hatte ja gestern zwei davon gemacht. Ach so. Okay, ja. Das Zelt, das er bekommen hat. Okay. Nett. Schön. Schön. Da muss ich jetzt sagen, schönes Detail. Sowas liebe ich. Wenn drauf eingegangen wird, wenn andere Leute dabei sind. Allerdings frage ich mich jetzt an dieser Stelle, warum hat man diese Abfrage nicht auch gemacht, als wir mit Tarian beim König waren und dann Gespräche von Jamon bekommen haben? Also, er kann's doch. Warum also nicht? Ach, egal. Egal. Ich meine, ich kenne das ja, wenn man selber was bastelt, dann bedenkt man vielleicht nicht, dass der Spieler ja zu dem Zeitpunkt schon dahin kann und dann, ne? Ist klar. Wo ist bloß mein Geldbeutel? Eben habe ich ihn doch noch gehabt. Ja, den hatte ich jetzt wahrscheinlich da. Woher weißt du, welche Leute du belästigen würdest und welche nicht da? Dass du hier einfach reingehst. Darf ich das mal fragen? Sag's mir. Ich hab nicht vor, Leute zu belästigen. Und jetzt will er wieder niemanden. Ach, Jamon. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Wenn du ein Bier brauchst, ich trink's nicht. Kann ich darüber? Nö, schade. Gibt's hier was Richtiges? Ich meine, wir sollen ja einen Rundgang machen. Aber wahrscheinlich sollten wir dann nur den Ellen finden. Den ollen Ellen. Er vermisst ein ruhiges Leben. Okay, da ist wieder mal abgeschlossen. Alles klar. Ich wünschte, ich könnte in diesem Schloss wohnen. Da kommt zurzeit sicher keine Fliege rein, ohne bemerkt zu werden. Och, du doch. Fliegen kommen überall rein, ohne bemerkt zu werden. Leider. Aber ja. So. Zack. Ich meine, die sind ja auch so klein. Die sind wie Spinnen. Da denkt man sich auch, wo kommt die jetzt schon wieder her? Ne? Ich meine, das sind so viele, das kennt jeder. Das kann mir niemand erzählen, dass er das nicht bei... Hier lagen zwei silberne Talismane, okay. Das kann mir niemand erzählen, dass er das nicht irgendwie von Spinnen und oder Fliegen kennt, dass die plötzlich einfach da sind. Also, das kann mir niemand erzählen. Das kann mir niemand weismachen. Das Kätzchen ist im Weg. Ihr habt nicht vor, Leute zu belästigen. Okay. Ich könnte eigentlich mal schauen, ob ich unten rausgehen kann. Das habe ich noch gar nicht probiert. Mein Rundgang. Dann gehe ich halt auch komplett rum. Aber es sieht so aus, als würde man aus der Stadt gehen. Aber da ist doch noch. Genau. Ist mir gerade einfach gefallen, dass es da noch dieses Mini-Vorort-Dingens gibt. Stadtwache. Hilfe können Sie beim Wächter dieses Bla.
Zurzeit ist es ruhig. Gut zu hören. Könntest du mir einen Gefallen erweisen und bei diesen Briefe an den Tempelorden weiterleiten? Kein Problem. Ich denke, da dringlich Stufe 1 haben wird, schicke ich ihn sofort los. Los, flieg, mein kleiner Freund, und gib ja auf die Gerudasacht. Nicht Gerudos, nicht verwechseln. Ja, wissen wir doch, die kommen aus einem anderen Spiel. Bitte nicht reingehen, dieser Raum ist nur für die Wachabteilung gedacht. Okay. Zurzeit keine gute Idee. Okay, aber du wurdest doch begnadigt. Begnadigt wurdest du vom König höchstpersönlich. Okay. Dann haben wir also auch ein Briefchen abgeschickt. Sehr, sehr schön. Ach, du der Vogel. Ich dachte gerade, da wäre was im Topf, aber nee. Da ist alles chillig im Topf. Ein Topf, der deinen Namen trägt. Okay. Let's go. Ba-ba-dam. Ich würde gern eigentlich wieder zurück. Oder muss ich da jetzt einfach hier Boot? Boot, Boot, Boot. Nee, nichts Boot. Ah, hier. So, cool. Oh, und jetzt wird es auch schon dunkel hier. Du kannst rein. Danke. Wir können also einfach so rein, Mann. Das ist doch echt super. Gefällt mir gut. Gibt es hier was Interessantes? Ich weiß nicht, können wir jetzt einfach zum König und sagen, wir haben unseren Rundgang gemacht? Gehen wir einfach mal. Oh, ja, das sieht richtig aus. Gut, dass du hier bist, Tarian. Es ist etwas Schreckliches passiert. Der Sohn der königlichen Familie ist spurlos verschwunden. Der König glaubt, dass er entführt worden sein könnte. Das fehlte uns gerade noch. Das könnt ihr laut sagen. Ich habe ihm gerade meine Männer losgeschickt, um ihn zu suchen. Das fehlte uns gerade noch. Ah, das meinte ich doch nicht wörtlich. Was denkst du, Jamon? Glaubst du, das war unser spezieller Freund? So etwas würde Sordak nicht ähnlich sehen. Vielleicht hatte er nur das Leben hier satt. Niemals. Der junge Prinz hat bisher noch nie das Schloss ohne Genehmigung verlassen. Und er hätte es auch nie getan. Wie auch immer. Wir sollten darüber zuerst mit den Eltern sprechen. Das solltet ihr machen, ja. Aber ich würde sagen, das solltet ihr nicht mehr in diesem Part machen. Für den soll es nämlich erstmal gewesen sein. Hoppla. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.